Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich bin wieder mal draußen an meiner Hütte gegenüber dem Schrottplatz und schwurble, was das Zeugs hält. Ne, heute was ganz Praktisches für alle, die Videos machen, einfach nur mal kurz die Idee. Man kann sich auch ein bisschen Licht mitnehmen, wenn man seine Handyvideos draußen macht. Ja? Dafür gibt es extra so kleine Geräte wie dieses hier. Ja? Denken, ah, ich bin geblendet. Gut, ich halte es mal weg. Also, wenn ich das nicht einsetze, bin ich jemand im Dunkeln, den man nicht so richtig erkennt. Ne? So, deswegen nehme ich jetzt mal das Licht so langsam um die Ecke rum und könnte sagen, naja, das sieht mir jetzt immer noch irgendwie ein bisschen zu warm aus von diesem Eindruck, den ich hier jetzt draußen bekomme. Eigentlich möchte ich das gerne kälter haben. Gut, die Farbtemperatur ist nur in einem Bereich regelbar bei diesem Gerät von, glaube 3400 bis 5600 Kelvin. Sagen Sie, was erzählt denn der da? Ich führe das mal vor. Also ich habe das jetzt schon quasi für dieses Wetter einigermaßen optimal reingeregelt. Jetzt müsste man das natürlich noch sinnvoll irgendwo aufstellen, dass man ein schönes Bild kriegt und dass man auch alles sieht. Hoffentlich nicht die Krümel zwischen den Zehen oder ein Pickel oder so. Kann natürlich auch passieren. Also immer ein bisschen aufpassen, vorher mal in den Spiegel gucken. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin sowieso ein hässlicher alter Kauz. Also von daher kein Problem. Aber wenn Sie Medien machen, ja, und wenn Sie was Gutes machen wollen, dann holen Sie sich doch einfach mal sowas zum Rumspielen. Dann haben Sie Ihr eigenes Gerät, womit Sie Ihre Farbtemperatur einstellen könnten. Das verändere ich jetzt mal. Den Regler auf die Farbtemperatur und das Ganze runter mal auf 3200. Welchen Effekt bekomme ich, wenn ich jetzt die Farbtemperatur ändere in meinem Bild? Ja? Mein Gesicht sieht plötzlich wie Weihnachten aus, also viel zu warm vom Ausdruck her. Da muss man also schon gleich mal aufpassen, wenn man so eine Aufnahme macht. Kann man eine Menge bei lernen. Ja? Und es ist ganz einfach zu bedienen. Also ich habe hier tatsächlich jetzt nur den Regler für die Farbtemperatur einmal einzuschalten. Und dann kann ich mir Plus und Minus rauf und runter regeln. Und ich schalte jetzt mal wieder auf Farbtemperatur, nehme wieder meine 5600, wähle einen vernünftigen Abstand und Winkel, damit ich hier irgendwie ein halbwegs vernünftiges Bild herausbekomme. Und schon sage ich, wunderbar, ich kann sogar im Schnee, gegen den Schnee, vielleicht sogar gegen die Sonne, wenn ich das Ding richtig verwende, meine Aufnahmen machen und ich bin trotzdem noch erkennbar. Ne? Darum geht's. So, dieses Gerät, was ich jetzt habe, hat auch eine Einstellung für die Helligkeit. Ich nehme jetzt mal nur 2% der Helligkeit. Ja? Es ist also fast dunkel. Und die Farbtemperatur habe ich aber trotzdem noch 5600. Und ich spiele damit jetzt mal in der Nähe meines Gesichts herum. Ne? Also man sieht schon, ich muss schon ganz nah rangehen, um hier jetzt irgendwelche Effekte noch auslösen zu können. Es ist sehr gut bedienbar. Das Ding hat, glaube ich, irgendwie noch nicht mal 20 € gekostet. Also sowas sollte man einfach mal sich besorgen und in seiner Tasche mit rumführen, wenn man vorhat, zum Beispiel YouTube-Videos zu machen, okay? So. Den Link für dieses Gerät, wo ich das geholt habe, packe ich mal in die Beschreibung des Videos mit rein. Ist natürlich in diesen Zeiten nicht unbedingt der Lieferant, von dem man das gerne kaufen würde. Jedenfalls ich nicht. Aber es bleibt im Moment ja nichts anderes übrig, wenn Sie nur zu Hause sitzen. Aber ich beschäftige mich weiterhin mit der Perfektionierung von Handyaufnahmen draußen bei allen Wetterbedingungen. Und das gehört jetzt mal dazu. Ja? Also herumexperimentieren mit Licht. Das sind jetzt hier keine perfekten Aufnahmen, sondern die dienen jetzt wirklich nur der Schulung, um mal zu sagen, passt auf euer Licht auf, passt auf, dass euer Gesicht erkennbar wird. Wählt die richtige Farbtemperatur aus, wählt die richtige Beleuchtungsstärke aus und dann kann man selbst mit so etwas schon prima herumspielen. Da braucht man kein großes Studio, da braucht man erstmal ein bisschen Know-how und das kann man sich selbst zu Hause arbeiten. Ja? Also viel Spaß dabei.
Thank you.